Was war das? War da nicht was? Schnüffelt hier immer noch rum.
immer noch auf der Suche nach dieser aufgehängten Maschinenteile. Ein Alarmsignal. Die Augen offen halten. Gut so. Fast erwischt! Niemand verschwindet einfach so spurlos. Weitersuchen! Nicht aufgeben! Sie ziehen weiter. Der Regen wird meine Spur erstmal verwischen. Müsste ich was anderes rauswerfen.
Habt ihr gesehen, wie die mich angeschaut hat? Entweder nicht.
Hoffentlich ist das niemand von uns. Geh auf mich! Los! Los! Sie ist da entlang. Da versteckt sich jemand im Gras! Konzentration! Endlich! Augen auf! Hier ist nichts! Zurück an die Arbeit! War da nicht was? Da sind die Gefangenen. Hier hat einen erwischt. Thank you.
Wer schießt da auf mich? Ich werde mal nachsehen. Erwischt. Hier habe ich von einer Maschinenjägerin mit Augen wie glühende Kohle. Kein Platz mehr. Ich muss den Kampf gewinnen. Sucherin, darf ich mit dir reden? Welche Ehre! Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein? Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen.
Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank.